Moin Leute, herzlich willkommen zu dem vermutlich besten Spiel der Welt, Leute, und zwar der Autoscooter-Simulator. Warte, jetzt kurz, oder? Hört mal ganz genau hin. Alter! Achtung, alles einsteigen. Wir geben gleich richtig Gummi. Das ist einfach das geilste Game der Welt. Junge, ich hab's noch nie gespielt, aber dieser Anfang. Spielart? Oh, wir brauchen die Simulation. Wir brauchen Realismus. Oh, welchen Autoscooter wählen wir? Ja, wir nehmen die goldene Mitte, oder? Obwohl, der sieht so ein bisschen mit... Oh, ja, wir nehmen den. Fahrer wählen? Alter, was ist denn mit ihr? Achtung. Junge Wilde, zum Mitreisen gesucht. Ja, geiles. Ja, ich bin er hier. Let's go. Oh! Alter Schwede. Junge, ich liebe Autoscooter. So, wie fahre ich denn? Oh, jetzt geht's los. Pass auf, Alter. Ich habe mal einen Sommer richtig viel Kohle in Autoscooter rausgeballert. So, wo ist jetzt mal hier so eine süße Maus? Bam, Alter! Oh, den habe ich schön ausgenockt. Zack! Schön. Oh, was mit... Sie hat Probleme. Man hat dann immer so... Bam! Gemacht. Oh, ne, ja, komm. Da mache ich sie platt. Jetzt mal, dass du wegkommst. Weißt du, wenn du dann da so längs gefahren bist, Alter, und da war so eine süße Maus, die du gesehen hast, und dann bist du einfach mal so ein bisschen in sie reingefahren, um vielleicht so ein bisschen Kontakt aufzubauen. Hat aber nie zu irgendwas geführt. Was ist eigentlich mit ihr hier hinter mir los? Aua. Was ist der Sinn dieses Spiels? Jetzt bin ich mitten im Pult. Oh, warte. Also ich hab hier gerade so einen Turbo-Boost. Warte, kann ich hier nicht? Einige fahren hier wie ein Opa. Wollt ihr, dass wir einschlafen? Nee, ich will nicht, dass ihr einschlaft. Ja, warte, ich halte mich jetzt erstmal hier raus. Ich glaube, die hat so ein Auge auf mich geworfen hier. Ich fahre jetzt hier erstmal rum. Aua. Junge, diese Sprüche sind genauso scheiße wie auf dem Rummel. Ich sag's euch. Okay, let's go. Ich muss das jetzt noch eine Minute 20 machen? Naja. Ja, auf jeden Fall war ich mit einem Kollegen. Alter, ich habe mein gesamtes Taschengeld und auch schon das Taschengeld vom nächsten Monat auf den Kopf gehauen. Die ganze Zeit immer nur Autoscooter. Sag mal, ich rede doch jetzt hier mit meinen Zuschauern. So, bam. Oh, guck mal, ja genau, die Blonde. Auf die habe ich jetzt mein Auge geworfen. Hallo. Und dann auch diese Mitarbeiter, die dann teilweise beim Autoscooter arbeiten. Die dann auch schon so verwegen aussehen. Weißt du? Das sind die Könige des Rummels. Bam. So, oh, guck mal, da ist sie. Oh, die ist jetzt aber in mich reingefahren. Ich glaube, da geht was. Schreib mal bitte in die Kommentare. Was kostet mittlerweile Autoscooter fahren? Was kostet so eine Runde? Oh, den erwische ich. Bam, Alter! So, jetzt hast du ein Problem. Jetzt wirst du hier festgenagelt in der Ecke. Tja, das war scheiße gelaufen. Stimmt. Man musste ja auch am Anfang immer... Man hat erst diese Coins gekauft, die man dann vorne in diesen Schlitz stecken musste. So, und jetzt... Neue Runde. Ich fühle mich normal. Nein, ich bin nicht bereit. Nee, ich werde nicht sagen, dass ich bereit bin. Nein. Mann, ich will nicht. Verlassen. Ja. Online. No way. Nee, diesmal will ich die süße Maus. Online mehr Spieler als ob. Nein, hier sind echte Menschen. Ella. Nee, das sind keine echten. Sind das echte Menschen? Sandra. Oh, Alter, was denn hier? Ich hab eine HP-Leiste. Als ob. Ja, jetzt kann ich hier Tina, Alter. Tina baller ich eine Gehirnerschütterung. Das Rambolena. Rambolena ist echt. Rambolena, falls du dieses Video hier siehst. Alter Schwede, wir beide jetzt hier. Nein. Rambolena, das Sinem. Aber das muss ich ja sagen, das finde ich ganz geil. Dass man hier auch wirklich... Da hat jemand geschrien, Alter. Lisa kassiert jetzt Nackenschelle. Bam, Alter. So, Lisa, du kassierst jetzt hier. Oh, guck mal, Alter. Oh! Alter, Lisa wird so fertig gemacht. Bam, Alter. So, Lisa. Genau, jetzt hier. Schön doppelte Schelle von Tommy, Alter. Oh, ja. Oh, Lisa. Junge. Da muss aber jemand gleich mit Gehirnerschütterung ins Krankenhaus. Zack. Oh, die mache ich komplett fertig jetzt. Zack, Alter. Bam. Ja, Lisa, du musst nicht so schreien. Die mache ich noch fertig. Sag mal. Ja. Oh, ja, Alter, Junge. Lisa wird richtig rumgereicht. Alter Schwede. Sag mal, Sven. Sven, ich reich dich jetzt auch hier gleich mal rum, wie so ein...
Ja, aber ich gehe wieder auf Lisa. Das war richtiger, heftiger Crash. Oh, ei. Junge. Oh, da war. Da, ja, yeah, das sammle ich schön ein. Zack, schön ein paar HP. So, da ist Lisa. Oh, Junge. Die hat einfach gar keine Chance. So, Lisa ist jetzt. Lisa ist gleich K.O. Bleibende Schäden kriegt die danach. Hä? Lisa hat doch gar keine HP mehr. War es das mit Lisa? Ja, Lisa hat Motorschaden. Tut mir leid, Lisa. Ganz ehrlich, ich vermisse Rambo, Lena. Ah, Mann, Alter, das war eine. Das war wirklich. Also, mit der hätte ich mir vielleicht auch eine Zukunft vorstellen können. Jetzt habe ich hier nur Alice. Alice kassiert auch. Warum ist das, sind da so Herzsymbole? Was ist das? Was bringen diese Herzsymbole? Sag mal, Alice, du hast mein Herz gestohlen. Was ist denn jetzt los? Oh, Runde beendet. Let's go, Alter. Fast Level 1. Junge, Steven keine Chance. Tommy, Wesley. Alice und Lisa erstmal schön disqualifiziert. Jetzt mache ich mal Arcade. Runde 1 von 5. Jetzt müssen wir die Leute wirklich innerhalb von 3 Minuten zerfetzen. Neues Ziel. Wer ist mein Ziel? Wo sehe ich, wer hier mein Ziel ist? Da. Oh, den mache ich platt, Alter. Vivian. Bam. Ziel getroffen. Ziel versenkt. Ah, Vivian nimmt mich jetzt aber auch hier. So, wer ist mein nächstes Ziel? Victor kassiert jetzt erstmal. Bam, Alter. Mann, dass du wegkommst, Victor. Oh ja, hier sind Herzen. Oh ja, hallo. Ada. Nathan. Bam. Zack, sehr nice. Ziel getroffen. Alter, Brandon. Bam. So, 3 von 3. Toll gemacht. Mission erfolgreich beendet. Jetzt halte durch und sammel Punkte. Ah. Oh, jetzt hast du verloren. Jetzt wirst du von der Bande und mir komplett zerstört. Ob man sich hier auch überschlagen kann? Oh, da hat man immer richtig Ärger bekommen, wenn man sein Auto dagegen gegen stehende Dinger gefahren hat. Alter. Ich frag mich, bringt so ein Autoscooter viel Kohle? Hast du sozusagen, wenn du so einen Platz hast mit Autoscooter, vielleicht gibt es ja hier so eine, jemand, der das macht. Also so eine Familie. Wisst ihr, wie heißt das nochmal? So eine Schaustellerfamilie. Genau. Da gibt es manchmal auch so Dokus. Oh, 20 Sekunden noch. Oh, 5. Komm, Victor, mach ich noch kaputt. Noch ein. Jawohl, Victor zerstört. Junge, geh nach Hause. Was? Junge, Oliver und Steven, 2000 Punkte? Wollt ihr mich verarschen? Also, wer auch immer dieses Spiel programmiert hat. Einerseits liebe ich dich, weil, Junge, wer programmiert bitte einen Autoscooter-Simulator? Das, was mich traurig macht, ist... Also, no front, Leute, ne? Aber das Game wird auch schon sehr schnell sehr langweilig, oder? Bin ich der Einzige, der sich jetzt hier... Schreibt das gerne mal in die Kommentare, so. Ich fahre jetzt hier die rum. Ich habe ein neues Ziel, so. Dann baller ich jetzt Sona. So. Bam. Kassiert. Aber das war es dann ja auch schon. Steig in den Scooter. Ja, und der Typ, der hier labert, fand ich am Anfang gut, aber mittlerweile nervt er mich einfach nur noch. Sag mal, Kelly! Sag mal, ist das Kelly Mrs. Wheelock oder was? Ei. Das gibt's ja nicht, dass die auch hier im Spiel ist. Runde beendet, 3 Sterne. Danke. Habe ich jetzt mal mehr Punkte als die anderen? Alter, Oliver und Brandon. Ich probiere nochmal online. Alter, hier ist jemand! Huluvu, ich bin bereit! Connecte! Huluvu ist da! Huluvu, let's go! Alter, ich bin bereit! Wo ist Huluvu? Da vorne ist er! Weg da, Alter! Wo ist Huluvu? Da ist er. Bam! Junge, du kassierst jetzt so. Er weiß jetzt auch. Da ist Paletto. Ich werde nur Huluvu fokussen. Oh, er ist hinter mir. Oh! Huluvu! Alter. Ja, ich fahre auch einfach in dich rein. Wer wird das wohl länger durchhalten? Du oder ich? Zack, nochmal das Schutzschild. Junge, direkt ESL. Direkt Pro-Player, E-Sport. Ich sag's euch. Bam! Was ist jetzt, Huluvu? Ich weiß, dein Ding ist exploded. Du musst jetzt noch 1 Minute 30 hier rumsitzen und kannst nichts machen. Wer dir so ein komischer Typ aus Deutschland wie ganz und ich sage fair. So, ich setz dich hier hinten in die Ecke. In die Ecke, wo du hingehörst. Oh ja, Carlos, Alter. Carlos kassiert jetzt auch nochmal. So, komm, hier, kannst du direkt zu Huluvu. So, das, hier ist die Ecke der Loser. Oh, schaffen wir es vielleicht hier nochmal Rida? Oh, ja. Ja, aber Rida... Na komm, ja doch. Direkt auch noch Rida gefinisht. Jawohl. Runde beendet. Alter. Okay, Leute, das war's mit einer kleinen Runde vom Autoscooter-Simulator. Wenn es euch gefallen hat, Lust auf mehr, lasst auf jeden Fall ein Like da. Also, ich werde jetzt davon nicht noch eine Folge machen, aber Leute, habt alle jetzt noch einen traumhaften Tag. Haut rein. Ciao, ciao.